Hi, herzlich willkommen. Falls ihr bereits treue Abonnenten des Kanals seid, habt ihr sicher mitbekommen, dass ich meinem ganzen Heimkinosystem ein riesiges Upgrade verpasst habe. Beim Soundsystem handelt es sich um das Cinesystem Pro 4.1, habe ich erst kürzlich ein Video dazu erstellt, findet ihr hier verlinkt. Heute geht es aber darum, welchen Beamer ich mir denn jetzt gekauft habe. Davor hatte ich ja lange Zeit den Epson EH-TW5650, heißt der glaube ich im Einsatz, findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Auch einer der besten seiner Art, muss ich ganz klar sagen, im Full-HD-Bereich. Ich habe aber gedacht, wenn ich jetzt schon, wie gesagt, das Soundsystem upgrade, dann warum nicht auch der Beamer? Und da bin ich umgestiegen auf den W2700 von BenQ. Ein absolutes Killerteil. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Ganz viel Spaß. Der W2700 von BenQ ist aktuell vielleicht wirklich der beste Preis-Leistungs-4K-Beamer auf dem gesamten Beamermarkt. Ob wir deswegen ein bisschen an Qualität einbüßen, das schauen wir uns jetzt an. Preislich liegt er wie gesagt bei 1599 €, klingt vielleicht gar nicht so wenig, ist es aber schon, ist eher relativ günstig im 4K-Beamer-Segment. Von daher schauen wir uns jetzt an, ob wir deswegen weniger geboten bekommen oder ob es einfach wirklich ein super Deal ist. Allein designtechnisch macht der Beamer einiges her, wenn ihr mich fragt. Aluminium-Look auf der Front, ein dezenter, edler BenQ-Schriftzug und der 4K-Hinweis in Nähe der Linse, das war's. Auch auf der Oberseite befinden sich die nötigsten Knöpfe, alles weitere kann über die mitgelieferte Fernbedienung den eigenen Wünschen angepasst werden. Mit einer Abmessung von 380x263x127mm ist er alles andere als klein, fällt durch sein elegantes Design aber gar nicht mal so arg auf, sobald er an der Decke hängt. Gefertigt wurde der W2700 aus Kunststoff, hat aber durch seine Aluminiumoptik auf der Vorderseite einen sehr hochwertigen Look. Die Verarbeitung insgesamt ist ebenfalls makellos. Auch an Anschlüssen fehlt es dem Beamer nicht. Neben zwei HDMI-Ports verfügt der Beamer noch über zwei USB-Ports. Der 3.0-Port kann neben der Ladefunktion ebenfalls für die Wiedergabe von Inhalten verwendet werden, mit einem USB-Stick zum Beispiel. Beim rechten 2.0-Port handelt es sich lediglich um eine Ladebuchse mit einer Stromstärke von 2,5 Ampere. Des Weiteren habt ihr neben einem VGA-Port noch einen Audio-Out-Ausgang. In meinem Fall habe ich aber lediglich ein HDMI-Kabel am Beamer mit dem Cinesystem Pro 4.1 von Teufel verbunden, meinem Soundsystem. Dort steckt der Fire TV Stick 4K drin. Der Inhalt wird dann über die Soundbar weiter an den Beamer geschleift. Der Beamer selbst hat sogar noch zwei relativ vernünftig klingende 5 Watt Stereo-Lautsprecher verbaut, aber darauf werde ich nicht genauer eingehen, denn wer sich einen Beamer in dieser Preisklasse besorgt, der wird vermutlich auch ein ordentliches Soundsystem zur Hand haben. So, jetzt aber erstmal genug von diesen ganzen langweiligen Standard-Specs, die eben auch in dieses Video mit reingehören. Jetzt kommen wir aber mal zum Hauptteil, zum spannenden Teil, und zwar dem Bild, denn da bringt der W2700 doch einige ganz besondere Features mit sich. Mit einer Auflösung von 3840x2160 Bildpunkten im 16:9 Format unterstützt der Beamer natives 4K. Der W2700 kann individuell kalibriert werden, was schon mal eine Besonderheit darstellt. Das ist aber gar nicht zwingend notwendig, denn beim Kauf liegt ebenfalls ein Kalibrierungszertifikat bei, denn jeder W2700 wird vor dem Versand kalibriert und auf Basis von ITUR DCI P3 REC 709 eingestellt. Der DCI P3 Farbraum geht nochmal über den REC 709 Farbraum hinaus, wodurch noch mehr Farbabstufungen dargestellt werden können und man wirklich ein atemberaubendes 4K-Bild erhält. Ebenfalls mit an Bord ist die HDR Pro Technologie, welche sich aus Techniken wie HDR10 und HLG, also Hybrid Log Gamma, zusammensetzt. Der Kontrast liegt bei 30.000 zu 1. 2000 Lumen sorgen für ein intensives und lichtstarkes Bild, selbst wenn keine absolute Dunkelheit im Raum herrscht. Außerdem sorgt der Beamer dank vorhandener Zwischenbildberechnung auch bei schnellen und actionreichen Szenen für ein scharfes und ruckelfreies Bild. Kombiniert sorgen all diese Funktionen wirklich für ein astreines, farbgetreues und gestochen scharfes Bild. Bei der Installation solltet ihr den Beamer natürlich mittig platzieren. Durch eine integrierte Lens-Shift-Funktion, also eine Trapezkorrektur, könnt ihr aber immerhin noch im vertikalen Bereich um ganze 30 Grad nachbessern. Außerdem würde ich euch bei der Installation die integrierte Gitterfunktion auf der Fernbedienung empfehlen. Damit könnt ihr alles sehr genau anpassen und seht direkt, ob die Symmetrie passt. Der Beamer lässt sich dank mehrerer Gewinde auf der Unterseite mit den meisten gängigen Deckenhalterungen verwenden. Ich verlinke euch die von mir eingesetzte gerne, genau wie den Beamer selbst, in der Videobeschreibung. Während dem normalen Betrieb kommt der Beamer auf eine Lautstärke von 30 Dezibel und ist damit nicht störend laut oder unangenehm im Hintergrund zu hören. Im energiesparenden Eco-Modus sind es sogar nur 28 Dezibel. Die Fernbedienung ist äußerst gut verarbeitet und macht dank der Beleuchtung einiges her. So ist eine Bedienung auch in vollkommener Dunkelheit problemlos möglich. Ein Traum im Vergleich zu dem meines vorherigen Beamers, dem Epson EH-TW5650, wie ihr sehen könnt.
Das ist ja also mein neuer Beamer in meinem Heimkinosystem, der W2700 von BenQ. Ein absolutes Traum-Setup jetzt in Verbindung mit dem Cinestream Pro 4.1 von Teufel. Preislich, wie gesagt, liegt er bei 1600 Euro. Das Cinestream Pro von Teufel liegt bei einem ähnlichen Preis. Also falls ihr genau dieses Setup wollt, seid ihr ein bisschen mehr als 3000 Euro los. Ist natürlich eine Menge Geld. Aber lohnt sich ja auch absolut, man ist hier wirklich komplett wie in einem Kino jetzt, vor allem aber eben auch wegen dem Beamer. Denn das Bild von dem Beamer, davon bin ich einfach komplett überzeugt. Wir haben da so eine Schärfe, so ein Farbspektrum vor allem. Und die Fernbedienung, die Gesamtperformance gefällt mir einfach auch sehr, sehr gut. Ist ein schönes Erlebnis sozusagen bei der Benutzung. Keine irgendwie Hänger oder Abstürze oder sonstiges. Auch die Maximallautstärke von 30 Dezibel finde ich wirklich sehr human. Stört überhaupt nicht beim Filmeschauen. Und ja, das ist eigentlich abschließend das, was ich zu dem Gerät sagen kann. Es gibt eigentlich keine Mängel oder nichts, was ich verbesserungswürdig finde. Ich finde, der Preis ist absolut angemessen. Also könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Für die Funktionen und Features, die ihr alle mit sich bringt, finde ich es wirklich noch human. Aber natürlich sind 1600 Euro. Schreibt mir aber trotzdem mal, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Lasst mir auch gerne eine Bewertung hier auf dem Kanal da in Form eines Likes und eines kostenlosen Abos und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Folgt mir außerdem gerne auf Instagram, RealVenix. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sage an der Stelle ciao.